Lehrmittel messen? Ja, wie dann sieht denn sowas aus? Da stellt man ja so Deutschbücher vor, oder? Zum Beispiel. Wie sieht denn sowas aus? Das stelle ich mir mega trocken vor. Herzlich willkommen, Leute, zurück bei Minecraft Fischer. Zusammen mit Kundran. Hallihallo. Und Nefias. Ja, hallo. Hallo erstmal. Na? Wie schön hallo. Beim Runterzählen erstmal alle auf ihre Tastatur hämmern. Ja, es kam so unverhofft auf einmal. Goro ist heute so motiviert. Ja. Warum steht hier eine Emma? Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber ich konnte leider nichts machen. Achso, meine Leiche ist weg. Was, wo ja, war was die denn? Im Garten bin ich gestorben. Im Garten? Eben gerade. Eben gerade, als du auf den Server kamst. Hier unten irgendwo muss es sein. Da liegt sie dann im Wasser. Ach da! Gott, das ist ja unfähig. Ey, komm, das hättest du auch nicht gesehen. Weißt du, ich komm dahin, ein Blick. Da liegt sie doch. Ich hab irgendwie so ein Banner eingesammelt. Deswegen habe ich auch nie viel gefragt und nicht Kundran. Oh, du hast ein Banner abgehauen, Kundran. Nein, hatte ich eben im Inventar und jetzt wollte der liegt unter mir, warte hier. Brauchst du meine Banner ab, Kundran? Keine Ahnung, ob das hier hing. Ich häng's da jetzt einfach hin. Einfach hinhängen. Ich habe meine Nachfüllessenskiste habe ich im Übrigen auch aufgestockt, weil ich hatte so viele Hühner und scheinbar hat der Server nicht gemacht, okay, gut, wenn keiner drauf ist, läuft's nicht weiter. Nee, dafür brauchen wir noch Junkloader. Das heißt, aber ich habe jetzt ein Barrel voll mit Eiern. Ach so, er ist weitergelaufen. Ja. Ah, okay, dann. Ein Barrel voller Eier. Ja. Und dann habe ich da irgendwie mal was aus Eiern gecraftet. Das heißt, wir haben Scramble Eggs und wir haben irgendwie so ein anderes hier. Eiersalat, glaube ich, heißt das. Eiersalat? Hm? Macht man aus Mayo, die man im Übrigen auch aus Eiern macht. Lizard, hör auf, Goro Girl zu besteigen. Lizard, seid ihr schon bei Overwatch drin eigentlich? Ich dachte ja, dass nachher BlizzCon, dass es dann heißt, ja. Ja, das wird ja auch vermutet, aber ich glaube, Blizzard baut halt wirklich auf die doofen Leute, die meinen, wenn sie vorbestellen, dass sie reinkommen. Pass auf, am Ende ist es so. Alle, die direkt vorbestellen. Dann warum bin ich da noch nicht drin? Ich hab vorbestellt. Hast du dir dann die krasse Edition bestellt? Nee, die Origin nur. Die mit den Skins drin, glaube ich, ist das. Mhm. Krasse hast du in Deutschland noch gar nicht gekriegt. Heißt ja nicht, dass du sie nicht bestellen kannst. Ja, so wie andere. Andere, die wir nicht nennen möchten. Drei Leute, drei Versionen. Das finde ich schon ein bisschen viel. Ich habe das Spiel nicht gespielt, es wird ja auch, ich denke mal, es wird cool sein, aber so cool, dass ich. Ich habe da immer noch Bock drauf, muss ich ja gestehen. Aber jetzt kommt erstmal Fallout, ne? So, und dann bin ich erstmal beschäftigt. Dann können die mich mal. Tja, Blizzard, Pech gehabt, ihr hättet mich haben können. So. Aber auch nur bis Fallout rauskommt. Also nicht so, dass du Fallout hättest vergessen, weil. Nee. Dafür freue ich mich zu sehr auf das Spiel. So, ich habe meine Chocobos jetzt sortiert. Was ist Pig Iron? Pig Iron ist so ein Iron Blut. Das kannst du in der Schmelze mischen. Wie geht das? Mit Blut und Eisen. Gib im Nai Pig Iron ein. Dann siehst du die Flüssigkeit im Nai. Ach, da. Und dann siehst du, wenn du nach rechts klickst, siehst du, dass du 100, ein Eimer Eisen brauchst. Ein Barren ist das, glaube ich. 640 Emeralds. Also brauchst du Emeralds, die geschmolzen werden, und Blut. MB sind Millibucket, falls das nicht wusstest. Ist. Ja, und 144 ist ein Barren. Also kannst du ja ungefähr ausrechnen, wie viele Emeralds du brauchst. Also ein Emerald ist auch ein Barren. Emeralds habe ich 4 Stück in der Kiste. Ich glaube nicht, dass das reicht. Okay, dann mache ich das einfach aus. Mache ich den Bogen aus irgendwas anderem. Wurde ja schon mal in die Kommentare geschrieben, wie der Beste wäre, ne? Ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, noch nicht so easy für uns. Wir geben uns natürlich nur mit dem Besten zufrieden. Besten. Nur mit dem Besten. Das Beste ist gerade gut genug für uns. Meint der Slime oder Slim? Wenn du blauen Slime brauchst, den habe ich sogar. Daraus kann man wohl auch den hier. Ich habe einen Block. Musst du gucken, wie viel du brauchst. Ich habe zwei Blöcke im Grunde. Sind eigentlich ganz schön viel. Ach nee, daraus kann man gar keine Blöcke machen. Ah nein, ich habe mehr Blöcke. Okay, ich habe gelogen. Nefi hat gelogen.
Ah ne, es ist nochmal anderer Slime. Ach du großer Gott. Ah ne, es ist Slime Dirt. Was gibt's denn sonst Neues bei euch? Was Neues? So, Kundan war ja jetzt die Woche über weg. Ja. Wie war's denn? Viel Zeit genossen. Ja, war relativ unspektakulär, sag ich einfach mal. War eine langweilige Messe, sagst du? Ja, also ich habe schon spannend. Guckt dein Arbeitgeber diese Videos? Denke nicht. Dann können wir offen drüber reden. Lag's an deinem Arbeitgeber so? Nein. Ach so, offen wollten wir nicht reden? Es ist halt was anderes. Also, es ist so eine Messe, ist ja was anderes einfach als irgendeine Gaming-Messe, wo die Stände. Ja, klar. Ja, dass das keine Gamescom ist, das ist schon bewusst. Das ist aber ja auch eine komplett andere Zielgruppe, muss ich mal richtig sagen. Ne? Da ist halt. Und ich finde, ich glaube, solche Messen sind mega, mega seriös und mega lame. Ja, die sind auf jeden Fall seriös. Also, da stehst du dann halt auch. Ich meine, die Gamescom ist teils auch sehr seriös, wenn man in die Pressebereiche geht. Aber noch lange nicht so seriös wie, ich glaube, so eine Messe. Ich wollte gerade sagen, ist im Hintergrund auf der Gamescom, sind da alle im Anzug unterwegs? Oder ist ja, also die Presse hinten, da haben sie alle Anzüge an teilweise. Okay. Also das ist schon relativ ordentlich. Aber die Leute, die dahin kommen, um mit denen zu reden, sind halt alle Gamer. Und das scheiß drauf, so, weißt du? Und die könnten da halt auch in kurzer Hose und T-Shirt rumreden. Das wird keinen jucken, aber die halten es halt doch ein bisschen, weil sie halt eine Firma darstellen, ein bisschen seriöser. Und ich glaube, wenn die Presse von Nintendo da in irgendwelchen Ranzklamotten rumrennen würde, was heißt Ranz, im vergleichsmäßig Ranz für Presseverhältnisse, würde Nintendo auch ein bisschen meckern, weil Nintendo ist da, glaube ich, ein bisschen serious unterwegs in Japan. So als Beispiel. Okay. Wobei auch manche versuchen, so die Empfangsdamen sind dann so locker im grünen Shirt oder so, keine Ahnung, aber. Oder ohne Shirt. Ja, das ist nicht in der Pressebereich, das ist da, wo alle rumrennen. Da laufen sie immer ohne Shirt rum. Was? Ja, was? Hast du nicht gesehen ohne Shirt, ey? Ohne Shirt? Oben ohne Shirt? Ja. Nur die Nippel bedeckt. Shirt. War ich auf einer anderen Messe? Ach, wir reden nicht über die Venus. Ah, ich bin zu blöd für diesen Bogen. Also ich war ja schon auf ein paar Lehrmittelmessen. Ist ja was anderes dann nochmal. Lehrmittelmessen? Ja, da sieht denn sowas aus? Da stellt man ja so Deutschbücher vor, oder? Zum Beispiel. Wie sieht denn sowas aus? Das stelle ich mir mega trocken vor. Geht eigentlich, du kommst dann hin und dann versuchen sie dich natürlich dann für ihre Sache zu gewinnen, ne? Ja, ja, das ist ja normal bei einer Messe, das ist ja das Ziel. Genau, und das ist eigentlich mega cool. Wart ihr schon mal auf einer Jobmesse? Ja. Ja. Also das macht man ja eigentlich so immer, wenn man so 10. Klasse, wahrscheinlich 9. schon, 8., 9. Das Klasse, im Studium. Geht man eigentlich schon in der Schule zu so einer Jobmesse. Ja. Und ey, die Leute, die quatschen dir da ein Steak ans Ohr und du denkst so, boah, halt die Fresse, ich will das gar nicht machen, ey. Lass mich in Ruhe. Okay. Das. Aber eigentlich finde ich so Messen eigentlich ganz, wenn man da ist, um wirklich sich die Sachen anzugucken. Ich war sogar mal auf einer Diabetesmesse. Guck mal. Hast du Diabetes, Navy? Nein, habe ich nicht. Aber eine ehemalige Lebensabschnittsgefährtin. Lebensabschnittsgefährtin. Hatte Diabetes. ALS, oder was wolltest du gerade sagen? Hatte Diabetes, habe ich gesagt. Okay. Und da hat man sich dann halt so die neueste Diabetes-Technologie eingegeben. Und meine Fresse, denken die sich Kram aus, ey. Das fand sogar ich interessant, obwohl ich das nicht hab. Ja, Medizin ist unglaublich. Ja, Medizin finde ich richtig krank. Keine Ahnung, was hatte ich jetzt die Tage, weiß gar nicht, was mache ich jetzt? Warum eigentlich das an war, aber irgendwie in der Hessenschau haben hier irgendwelche Darmstädter Studenten haben ein Gerät entwickelt. Da musst du die Hände, da kannst du die Hände dran halten, außen. Und dann sagt es dir deinen Wasserspiegel. Ja, das wird gemessen mit Strom dann, dass dann so Strom durch den Körper geleitet wird. Ja. Also, aber das gibt's halt so gesehen noch nicht oder auf jeden Fall nicht in irgendwie einer handlichen Form. Also wirklich so für, kannst du privat zu Hause benutzen. Also, aber wofür so braucht man das? Für ältere Menschen, haben sie gesagt. Ah, okay. Ja, weil gut, die dann ganz gerne mal vergessen, was zu trinken. Ah. Und denen das dann passiert, dass sie eben dehydrieren. Und ja. Ja, Mensch, bald braucht der Mensch nichts mehr machen, ey. Dann machen das alles die Medizin. Hast du Hunger, kommt so eine Maschine und stopft dir irgendwas ins Maul, ey. Bier, bitte, FPS wieder hoch. Was, Bier? Ich hab Bier verstanden. Bier? Nein, nicht Bier, Spiel. Bier? Kurz wieder aufgewacht. Legge. Ah, jetzt geht's wieder. Soll ich dich töten, Konrad? Sicher, sicher. Nein, danke.
So, wie bekomme ich jetzt hier die Kuh? Erstmal schlafen. Achso. Wenn es jetzt Hand auf Blatt gewesen wäre, dann hätten wir Monster töten müssen, habe ich gehört, ne? Ja, stimmt. Damit geht unser Level hoch. Nur dann? Ja. Oh. Dafür gut. Ja, ich lieg auch. Sollten wir vielleicht mal machen, wenn es das nächste Mal soweit ist. Könnte die nächste Nacht sein. Nefi hat dann ja das nicht schon erforscht? Hatte ich doch schon. Na gut. Wir können es ja alle zu Vampiren machen, dann können wir mal den Tag überschlafen. Was ist eine Ender-Pouch? Das, was ich hab. Achso, das habe ich dir gegeben, ne? Achso, das hast du mir gegeben. Ja, pass auf. Öffne sie mal. Mhm. Hast du offen? Mhm. Hast jetzt so eine Chest offen, ne? Ja. Guck mal. Wo ist die eigentlich hin? Ah. Da ist sie. Kiste steht bei mir, also wir müssen uns irgendwie jeder nochmal so eine Kiste hinstellen irgendwo. Ich könnte die eigentlich noch zweimal bauen. Achso, ah, ja, check ich. Das ist halt eine Kiste, wo du überall drauf zugreifen kannst. Ja. Ja, ist ganz praktisch, wenn einer unterwegs ist und irgendwas sichern will oder so. Ja. Oder Essen braucht oder was weiß ich. Ja. Wie war das jetzt hier mit diesem Blue Slim, Blue Slime? Guck mal bei World Welt Loot. Du bist auch so ein Blue Slim. Rechts. Genau, rechts, da. Ich bin falsch rum deswegen. Okay. Musst du gucken, ob du lila Slime brauchst oder zwei Blöcke blauen Schleim. Ich hab gelben an der Nase eigentlich. Bah! Nee, nicht mehr, ich bin ja nicht mehr erkältet. Ist es endlich vorbei bei dir? Ja. Alles gut. Noch mal Zeit. Ich frage mich ja immer so. Wenn man krank ist, denkt man immer, oh, die schönen Tage, als man gesund war, weißt du? Und dann, wenn du gesund bist, denkst du überhaupt nicht mehr drüber nach. Nee. Hä? Was denn? Nein, warum sollte ich, wenn ich gesund bin, an die Tage denken, wo ich krank war? Ach so. Nein, er meint, dass du es dann nicht wertschätzt, wieder gesund zu sein. Ja, genau. Ach so. Komm dran. Also, sollte schon froh sein, dass du krank bist, dass du nicht krank bist. Also. Das ist schon gut, dass du nicht. Das stimmt schon, du denkst darüber nicht mehr nach. Ja, ich sag mal, das ist ja auch. Sei denn, du bist jetzt wirklich richtig krank, irgendwas Chronisches oder halt, ja, irgendwas Schlimmeres, bist du ja im Normalfall irgendwie, ich sag mal, 99% der Zeit gesund. Vielleicht sogar. Gibt doch Menschen, die alle zwei Wochen krank sind. Ja, gut, das ist dann aber ja schon fast chronisch. Und dann, klar, würdigt man das dann irgendwo nicht so richtig, wenn das so gesehen ja der absolute Normalzustand ist und das andere ja eigentlich eine Ausnahme. Oder nicht? Ja, das ist ja die Frage. Also würde ich jetzt so einschätzen. Achso, Konrad, ich hab noch was von dir. Du hast noch was von mir? Weiß nicht, aber man müsste das viel mehr, aber man vergisst das natürlich selbst. Ich vergesse ja auch, also ist ja nicht so, dass ich jetzt hier. Nein, aber ich verstehe, ich bin auch relativ selten krank, muss ich sagen. Ja. Aber wenn, dann bin ich auch so ein richtig typisch Mann und Mimose, ey. Ja, ich bin gerade momentan nicht wieder so leicht angeschlagen. Ah, guck, da fängt schon an. Ja. Aber ich muss sagen, Frauen sind auch nicht besser, die jammern auch ganz viel rum. Also wie mache ich denn? Wie aber, ich mir den jetzt aber verhältnismäßig weniger, da muss ich schon echt, muss ich denen echt recht geben. Ja, aber das ist ja das, weil Männer immer so richtig krass alles abbekommen an Krankheiten. Ja, man stirbt immer fast schon. Ja, und das wird halt nie verstanden. Das wird einfach nicht verstanden. Liebe Frauen da draußen, ne? Also wenn wir krank sind, dann sind wir wirklich krank. Dann tut das auch weh. Das tut richtig weh. Ist ja nicht so, dass wir uns das ausdenken. Wir sterben halt wirklich innen drin. Wir und jammern halt sonst auch wenig, ne? Aber muss. Ich weiß das nicht. Ist natürlich jetzt auch doof, dass wir drei Männer hier in der Runde haben. Das ist ganz gut. Dann haben wir keine Frau, die da jetzt gegenspricht und uns doof dastehen lässt. Aber, nee, sollte man öfter mal wertschätzen. Aber, liebe Frauen, wenn ihr krank seid, kümmern wir uns auch um euch. Tja, kannst mal sehen. Ja. Habt ihr Ember? 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 Mhm. Das sind, ich hab irgendwie nichts, obwohl ich es immer sammeln wollte. Das sind Smaragde, ne? Ja, so gelbe Dinger sind das. Achso, ja, kannst du mal hier reinlucken bei mir. Ja, Gorod Ember. Ja, vier Stück habe ich. Ja! Gib. So, jetzt müsste mein Garten auch demnächst mal ausgeleuchtet sein, dass hier nichts mehr spawnt. Also wie stelle ich denn jetzt diese blöde Limpe? Beziehungsweise, wie kann ich denn dieses Blue. Das musst du ja in die Schmelze schmeißen.
Das funktioniert aber nicht. Oder mach die mal auseinander. Warte. Ah nee, warte, ich glaube Slime konntest du in die Form drücken. Hä? Warte mal. Konntest du in die runde Form drücken? Liquified Slime. Es gibt doch eine runde Form. Gib mal. Stimmt. Ja, aber da musst du den Slime irgendwie reinkriegen. In die runde Form? Kannst du auch die runde Form legst du in das Dings, wo es rausläuft? Dann müsste es funktionieren. Es gibt keine runde Form. Die findest du bei Villagern. Aber man muss die doch auch so machen können. Das weiß ich nicht. Was heißt mal. Denn runde Form? Ich habe hier ist so ein Stoppschild. Ist das rund? Nee, das ist die Pfanne. Achso, ja, stimmt. Steht ja auch dran. Eigentlich ist die runde Form, du brauchst keine runde Form, weil wenn du so rauskippst, wird's ja rund. Das ist ja beim Blut auch so. Warte mal. Lava ist drin. Boah, wir haben so viel Scheiße in der Schmelze. Aber wenn du so rauskippst, wirst du auch nicht rund. Dann kriegst du eine Platte bei Blut, raus. Bei Blut wird's rund. Gib mir mal bitte den Schleim. Jo. Oh, ich hab's wieder zusammengesetzt, aber. Ja. Haben wir eigentlich neue Schokobos? Warte mal. Ich hab mit Schleim noch nie was gemacht, muss ich gestehen. Das ist neu für mich. Das ist Neuland. Was willst du machen? Die Limp? Ja, die Limp soll man entweder ja aus Pig Iron machen, aber keine Ahnung, das ist mir zu kompliziert. Und bloß Limp. Crossbow Limp. Warte mal. Man muss ja auch irgendwie Schleim in die Dings kriegen, in die Schmelze. Slime, Tinkers, Const. Hab ich da nicht noch sogar ein Buch? Vielleicht steht das da drin. Google ist schneller. Wahrscheinlich schon. Wie sieht's eigentlich aus jetzt mit einer Folge beenden? So? Ist das Folge 50? So Folge 50? Nee, ist das noch nicht. Okay. Glaube ich nicht. Kann das mal nicht checken? Ja, du weißt ja, was du bei Folge 50 gesagt hast, ne? Ja. Leute, wenn das Folge 50 ist, tut mir das leid. Wenn nicht, dann freut euch Folge 50. Bis dahin. Ciao. Und tschüss.